Hallöchen, das hier ist der Chippy. Chippy ist ein 1,5 Jahre alter Rüde, höchstwahrscheinlich ein Schäferhund-Mix. Und gerade im besten Pubertätsalter, man hört es leicht am Quietschen, der ist gerade leicht abgelenkt von all den hübschen Hündinnen, die hier so rumlaufen. Denn Chippy befindet sich in einer Hundepension in Weira in Thüringen und darf dort auch sehr, sehr gerne kennengelernt werden. Der süße Mann ist aktuell noch sehr babyhaft unterwegs. Sehr im kindlichen Alter, das merkt man, er hat noch einen total weichen Gang und der ist auch von allem Neuen total begeistert, aber auch noch relativ schreckhaft, wenn er was Neues begegnet. Wenn da mal so eine Plastiktüte über den Weg huscht, dann kann es schon passieren, dass der Chippy 3 Schritte rückwärts macht, wenn nicht sogar einen Satz in die Luft. Genau, das heißt also, Chippy braucht auf jeden Fall Menschen, die bereit sind, ihn da zu unterstützen und ihm an der Leine auch Sicherheit zu geben. Das ist auch ganz wichtig für ihn, denn wenn er keine Sicherheit bekommt und auch keinen Rahmen, an den er sich halten kann, dann neigt er dazu, an der Leine auch ganz schön ungestüm zu werden und einen von A nach B zu ziehen. Das heißt also, hier ist man ein bisschen gefragt, dass man da eben den Chippy von vornherein gut unterstützt und ihm die Hilfe bietet, die er so benötigt. Dann ist Chippy tatsächlich auch wirklich ein wahnsinnig toller Begleiter, weil er ein sehr, sehr sanftmütiger Hund ist, der sehr gut mit anderen Hunden zurechtkommt, der seine Menschen einfach nur toll findet und auch wahnsinnig gern auf der Couch kuschelt. Also meldet euch sehr, sehr gerne, falls ihr Chippy kennenlernen wollt. Der süße Mann würde sich über eine eigene Familie sehr freuen. Hallo, na du? Wie man sieht, braucht der Chippy auch oft mal so ein bisschen Unterstützung, indem er sich an einen ran drückt und damit so ein bisschen auch dafür sorgt, dass er da ein bisschen Kontrolle hat. Durch diese Kontrolle bekommt er Sicherheit. Das hilft ihm in der Situation ein bisschen runterzufahren, weil er sich dann sicher sein kann, dass sein Mensch zumindest nicht weggeht. Hm?